So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play 13 und so, ne? Letztes Mal haben wir ein Gespräch abgehört, haben unsere Militärakte gefunden und eine Schlüsselkarte. Und hier passt diese Schlüsselkarte. Wer hätte es gedacht? Und die Sneaky Action der letzten Folgen geht weiter. Hier kann ich nicht rein. Und ja, es heißt jetzt eine Militärwaffenladung irgendwie zu finden. Oh, ein Helikopter. Und diese natürlich mit dezenten Sprengsätzen in die Luft zu jagen, damit wir den Plan durchkreuzen. Weg. Nimm die Armbrust. Okay. Den lassen wir erstmal in sein Häuschen gehen. Alter, wie stellen die sich hin? Ab ins Ohr. Wie viele sind denn das? Mein Gott. Aber erstmal den im Türmchen. Gut. Zwei waren noch da hinten. Ich weiß nicht, ob wir uns hier noch entdecken lassen dürfen, ob wir hier Alarm auslösen dürfen. Glaubt nicht. Ich glaube nämlich nicht. Der liegt sogar gut da versteckt. Das ist super. Da ist noch einer. Okay. Okay. Da ist noch einer. Da ist der zweite. Frage, wo der hingeht. Der kommt hier vor, scheiße. Jetzt sagt nicht, die quatschen jetzt miteinander. Ah, der geht weiter vor. Das ist gut. Bleibe doch stehen. Sehr schön. Da haben wir den auch. Und da fehlt uns nur noch der letzte. Aber da der hier so offen liegt, nehmen wir ihn und tun ihn zu den Kisten. Und nehmen wieder unsere geliebte Armbrust, nein, nicht die M4 oder M16 oder was das auch immer ist. Und Schabu. Da hinten ist ja auch noch einer. Scheiße, 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 scheiße. Kommst du davor? Nein, 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 nein. Oh. Gut, dass er erstmal. Hä? Gucken. Ich muss gucken. Naja, aber sind Zwillinge, oder? Haben auch ähnliche Piercings. Wenn Zwillingsstil, dann natürlich gleich richtig. Kann ich hier durch? Ja. Hinlegen. Mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube, den platzieren wir gleich nochmal um. Hinlegen. Hinlegen. Ah, nicht hier rumglitschen. Hinlegen. So, gut. Nach einer anstrengenden Partynacht sollte man sich einfach mal entspannen. Ich glaube, wir gehen hinten rum. Da können wir uns nämlich hinter den Häuschen verstecken. Ah, da ist nichts. Da sind nochmal zwei. Eins. Nummer zwei. Pistole raus. Wir nehmen ihn.
und legen ihn hier hin. Und den. Also irgendwie haben es die heute mit. Warte mal, in Deutsch. Ich kann nicht reden. Naja, jedenfalls haben sie es heute mit Wänden. Helmchen und M60. Und Typ. Da sollen wir die Bombe anbringen. Ein Lager voller Kisten mit Explosive dran. Kommt gut. Level abgeschlossen. Oh ja. Level beendet. Lauf, Forrest, lauf doch. Hä? Oh mein Gott, er rennt. Und er fliegt actionreich weg. Dezent, würde ich dazu sagen. Sehr dezent. Ratatata. Gute Arbeit. Schnell zurück ins Boot. Das sieht ja schön aus. Was zum Henker passiert hier? Ich hatte ihm gesagt, dass er nicht in der Nähe des Hangars rauchen soll. Ja, ich glaube, das war ein bisschen anders. Gut. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal die M16 und gehen zu dem lieben MG und spielen ein bisschen Mohun. Wie es üblich ist, ist es ein etwas älteres Spiel. Habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, aber in dieser. War's das? Hallo? Und wenn, dann bombe ich sie weg. Es geht Munition. Oh. Aber das Medikit haben wir vorhin vergessen. Scheiße. Und die Mücken. So, jetzt können wir endlich ein bisschen ballern. Ballern. Flomp. Und weg sind sie. Der Granatwerfer macht einfach immer Spaß. So. Und so. Ballern. Das Munitionslager ist explodiert. Na, ein bisschen zu kurz. Ihr erschießt mich nicht. Aber ihr gebt mir dafür eure Munition, würde ich sagen. So. Jetzt laufen wir im Grunde den ganzen Weg wieder zurück, ja? Ah, scheiße. Ah, Mist. So. Ich würde sagen, wir heilen uns erst nochmal mit einem kleinen Medikit. Haben alles da. Dann haben wir hier die M60. Die behalten wir aber. Oh. Gut. Checkpoint erreicht. Von wo kommst du? Da ist er. Colonel McCall. Bam, Headshot. Okay.
Da ist ja noch einer. Ja, schießt du nur, schießt du nur. So. Und so. Haben wir hier noch was? Nein. Ist hier vielleicht noch ein Medikit gespawnt? Nein. Da gehen wir einfach weiter. So. Medikit? Nein. Medikit? Nein. Dann machen wir halt jetzt die Tür auf. Hörst du mich? Oh, Colonel McCall. Die Schmeißfliege. Er will dich wieder in die Gruppe integrieren. Yeah. Leg die Waffe weg, Mann. Lass uns in Ruhe reden. Toll. Keiner hat getroffen. Wir nehmen die Sticker. Nimm noch ein Medikit. Oh ja, Colonel McCall. Wir haben es dir gezeigt. Nummer 11. Nummer 11. Okay. Wir haben Nummer 11 getötet. Wir haben Nummer 20 getötet. Die anderen... Warte, wir waren 13, plus 17 ist unser Verbündeter, also sind schon 4 weg. Sprich, 16 fehlen noch. Eieieiei. Kopfrechnen auf die späte Stunde. Was ist das da? Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Level abgeschlossen. Au! Ratatatatate, Tenga. Gelangen Sie vor dem Auslaufen an Bord des U-Bootes? Ich würde jetzt mal spontan sagen, nach diesem durchaus nervend aufreibenden, sagen wir mal, Endkampf dazu, in dem wir Colonel McCall, aka die Schmeißfliege, aka Nummer 11 der Verschwörung, gezeigt haben, wer der bessere Schütze ist, dass wir hier eine kleine Pause machen und in der nächsten Folge versuchen, an Bord dieses ominösen U-Bootes zu gelangen und diese U-Boot-Tauchstationsbasis-Dingsbums zu infiltrieren. Und bis dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dann.